Yo guys, Florian Peters hier und wir haben endlich die 1000 Abos geschafft. Erstmal großes Dankeschön an euch. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. 1000 Abos waren so vor 2 Jahren noch unvorstellbar. Jetzt haben wir sie. Ich hoffe, ihr begleitet mich weiterhin auf dem Weg, gemeinsam mit Luke und Toni, die immer mit dabei sind für den Content, weil ohne die wäre das nämlich auch alles gar nicht mit möglich. Genau, für den besonderen Anlass haben wir uns wirklich was Dummes überlegt. Es ist wirklich dumm. Ihr seht schon, eine Rampe. Ein See, der gefroren ist. Ja, so eine Eisschicht. Deswegen haben wir uns überlegt, Luke muss zuerst einen Eisbuff machen. Danach muss ich da reinspringen. Ja gut, ne? Ja gut. Toni ist mal wieder nicht dabei. Was soll ich sagen? Nein, der ist krank. Gute Besserung, könnt ihr jetzt mal in die Kommentare schreiben. Abonniert den Kanal, um nichts zu verpassen. Geben wir uns jetzt mal hier runter. Ich zeige euch das Ganze nochmal. Der Weg hier ist schon erstmal, naja, ihr seht, wir haben schon mal probiert, ein paar Steine reinzuhauen. Das Eis ist echt dick. Da vorne ist die Stelle, wo wir reinspringen wollen. Und deswegen haben wir uns halt überlegt, Luke muss zuerst rein, um das Eis ein bisschen wegzumachen, dass ich reinspringen kann. Weil sonst wäre es vielleicht einfach zu gefährlich, wenn man nicht mehr rauskommt oder andere Sachen. Man weiß ja nie. Zuerst war die Überlegung, einen Backflip zu machen. Im letzten Video haben wir auch noch schön gesagt, dass wieder gutes Wetter ist. Hat sich ja leider wieder geändert. Minus 5 Grad, alles gefroren, Schnee. Ja, was soll ich sagen? Wo denn los, Alter? Mit dem Bike springen wir da dann rein. Luke macht sich gerade ready. Auf jeden Fall Bock. Und ihr schreibt jetzt auf jeden Fall mal was in die Kommentare. Wirklich, ihr müsst jetzt mal einen Kommentar da lassen. Und abonnieren und ein Like da lassen. Kuss. Seid ihr zu meinem ersten Helm? Hier auch schön nochmal drauf geschrieben gehabt. Voll mit Stickern. Man kennt ihn. Damit geht es dann rein in den See. Das ist einfach ein krasser Moment. Die ganze Reise hat erst begonnen mit den 1000 Abos. Ich hoffe, ihr bleibt weiterhin dran und irgendwann können wir vielleicht gemeinsam in diesen See springen. Viele haben auch reingeschrieben, dass wir ein Bike-Meet machen sollen oder einfach so ein Meet and Greet. Luke, was sagst du dazu oder wo können wir das machen vielleicht? Das wäre halt eigentlich einmal geil. Am Hometrail. Ja. Oder irgendeine krasse Challenge mal zu machen, einen Tag, wo wir Game of Bike mit 10 Leuten oder so spielen oder mit mehr. So, Luke ist schon zittern. Es ist auch ehrlich gesagt arschkalt. Und du ziehst dich jetzt aus und dann geht's rein. Oh, es ist soweit. Luke macht sich rein. Alter, diese Eisschollen. Junge, das geht. Das geht tief rein, ne? Pass auf, dass du dich nicht schneidest, ne? Kann auch passieren. Er hat doch gesagt, der See ist tief. Luke, die sind unrelevant. Wir brauchen die da hinten. Mach einfach mal einen Bauchklatscher drauf, dann geht das auch fit. Ich muss ja erst mal stehen können. Oh. Scheiße. Fällt dir nicht vor. Wie geht's da so rein von der Tiefe? Steil. Also es ist schon gut. Man rutscht schon gut weg. Der kommt einfach weg. Das ist so kalt, Junge. Oh. Bruder, was machen die hier? Hallo. Ich bin Benno. Komm rein mit dir. Ich war arschkalt. Digga, Luke, ich will aber nicht auf 10 Schollen springen, ne? Du haust das gerade alles dahin, wo die Sprungzone ist. Mach hier Sinn. Geh jetzt einfach rein. Du sagst das so leicht, ich muss dann da reinspringen, chill mal. Ja, umso länger, umso kälter ist es. Jetzt wird's glaub ich richtig tief. So, jetzt komm, darfst auch nicht zu lang drin bleiben. Du bist schon 3 Minuten und 50 Sekunden drin. Achso, das meinte ich ja, deswegen, das ist gefährlich. Boah, Digga, ich glaube es. Aber ich sehe den Boden, das ist gut. Das ist ein gutes Zeichen. Du kannst zur Not ja auch schwimmen. Oh. Komm, Digga, jetzt arbeite ich noch die paar Meter vor. Boah, sehr gut.
Schieb die gleich weiter, schieb die einfach ganz nach. Ja. Digga, ich hab da ehrlich gesagt gerade keine Lust reinzuspringen, ne? Weil ich friere jetzt schon. Schieb die linke mal noch weiter weg, look. Junge, du bist echt ein Macher. Noch weiter weg, kriegst du die nicht noch weiter weg? Warte. Ja, okay, passt jetzt, scheiß drauf. Nein, brauchst nicht untertauchen. Das ist. Nee, ich tauche doch nicht unter, aber so kurz rein. Es geht jetzt eigentlich. So klein, so klein. Ey, look auf dem Weg nach draußen. Komm her. Nein, die brauchst du nicht wegtun. Wie tief ist es dort in der Mitte ungefähr? Was? Wie tief ist es dort hinten? Kann man da mit dem Fahrrad reinspringen? Ich kann doch stehen. Also, wenn du weiter in die Mitte kommst, geht schon mit dem Fahrrad, aber ist nicht so viel Platz. Oh, fuck, ist das kalt, Alter. Geil, look, du Macher. Wirklich, jetzt lasst ein Like da und abonniert den Channel. Wirklich, allein schon für die Aktion vom Look. Jetzt bin ich dran. Let's fucking go, hi! Es ist soweit. Look ist jetzt reingegangen und jetzt ist es Zeit für mich da reinzugehen, reinzuspringen. Ich weiß ja noch nicht so richtig, aber auf jeden Fall. Ich bin gehypt. Was soll ich sagen? Mehr als gehypt sein kannst du ja gar nicht. Bei so einer dummen Sache. Ich werde auf jeden Fall mit dem Zeug reinspringen, weil es einfach zu kalt ist und wegen Schock und so und wegen Eis. Ja, ja. Guckt euch das mal an. Macht's nicht besser. Macht's nicht besser. Ja, wir haben auch hier eine gute Distanz von 3-4 Metern. Also. Mit der Bude da. Da kann man auch nicht mehr springen. Ey, komm, du hast damit schon Flip gezogen. Ja, das ist schon anders. The pain I felt is painful. All is said and done. Oh. I am restricted, fixed upon the web. I need to kick the habit that my mind is breathing in. Break out, I've got to see. Let go. Spend all my life. Alter, ich wusste doch, das Eis, das meinte ich. Oh, Bruder. Deswegen, oh ja, guck mal, hier überall. Oh. Das merke ich noch nicht durch die Kälte. Digga. Right. Eberhard. Live. Checkt's aus. Aber Digga, dafür müsst ihr jetzt ehrlich alle Abo da lassen. Digga. Also wenn ihr jetzt kein Like da lasst. Da war ich aber auch nicht. Das war bis jetzt das krasseste Special, was ich hier gesehen habe. Tja. Und zeig mal deine Hand. Mmh. Oh, Bruder. Das Blut ist übel krass. Digga. Und es beginnt auch langsam weh zu tun, weil der Schock nachlässt von der Kälte. Also, wenn ihr jetzt nicht abonniert, Digga, weiß ich auch nicht mehr. Oh, wenn keine Videos mehr kommen, dann wisst ihr warum. Fuck, Alter. Alter. Yo, das war's mit dem Video. That escalated quickly. Ich bin hier gerade komplett am Zittern, ich friere jetzt. Digga, ich muss jetzt einfach nur noch nach Hause, wir müssen auch den ganzen Wald wieder runter und dann, ja, den Trigger müssen wir auch noch mitnehmen.
Ich kann kaum länger angreifen, weil meine Hände komplett pilkarieren und wehtun. Ich wüsste jetzt nicht warum. Es blutet hier die ganze Zeit. Ja. Bleibt dran, wir sehen uns weiterhin auf dem Channel Legends.